Geh jetzt über die Brücke. Auf dem anderen Insel. Hier kommt am Samstag eine Formula 3 Rennen. Elektrische Minicar. Deswegen ist alles hier gesperrt. Auf Avenue Papineau nach Nordwesten Richtung Boulevard René Levesque. Weißt ihr noch die rote Stühle an die Kanada-Botschaft in Washington DC? Hier sind die. Die sind die erste, die ich gefunden habe. Mit Blick auf Montreal natürlich. Ich muss weitere finden, in allen Nationalparks gibt es welche. Und dann fliege ich nach Vancouver. Und da beginnt die echte Abenteuer. You want to ride up the top? Quite a ways. All right. Just jump on the front seat there, okay? I'll take you up. So geht das mit dem Go-Kart zum Gepäckausgabe. Ist ja nett von der Kanada. Noch mit dem kaputten Fuß dann. Final call for Canada Flight 112 to Toronto. All passengers should be on board. Good morning, gate 346. Last call for Canada Flight 112 to Toronto. Good departure gate C46. Ziemlich viel los. Es war ziemlich viel los hier bei dem Rental Company. Die haben mir gesagt, ich kriege das größte Van, was die haben. Weil das ist kein amerikanisches Auto, das ist eine Kia. Deswegen habe ich ein bisschen gezweifelt. Aber schauen wir mal, wie es aussieht. Ich bin gespannt. Da ich keine Wohnmobil gefunden habe, mein Plan wäre drinnen zu schlafen. Also ich miete auch ein Zelt, aber wenn es richtig schlechtes Wetter ist und x Bären in die Nähe, dann werde ich einfach drinnen schlafen. Wo ist das Auto denn? Das ist ja groß genug, ne? Das sieht besser aus. Das ist ja besser als die Kia, ne? Das ist sauber. Okay, ich habe ein Van. Urlaub kann anfangen. Das ganze Campingausrüstung ist da. Ich kann loslegen. Dann muss ich einkaufen, weil ich entferne mich ein bisschen von Zivilisation, weiß nicht, wie man einkaufen kann. Whistler ist sehr teuer.
Though schon a better today. Ich habe einen Freund in Seattle, ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, das ist seine Kindheitsfreund. Und er fährt jetzt gerade aus Seattle los und wir müssen uns hier in Vancouver treffen. Es passiert schon was in 20 Jahren. Ich bin gespannt, ob man sich erkennt. Weil wenn man die Fotos sieht von damals und heute, mal schauen. Hey, I can't believe it. Come here. Oh, my back is bad. I will lift you up, man.